So, da sind wir wieder und erforschen weiter die Katakomben. Hier können wir schon mal die Made aufsammeln. Und das verrottete Brot esse ich bestimmt nicht. Auf. Denn wenn das schon verrottet steht, werde ich davon wahrscheinlich krank. Und ja, Krankheiten gibt es in dem Spiel. Die Schleime zum Beispiel können einen krank machen. Ups, Wand. Oder aber auch bestimmte andere Sachen. So. Schurike. Hier sehe ich soweit keinen Knopf, nur wieder Köcher. Und hier ist was drin versteckt, wo wir ran wollen. Was steht hier? Alle Brücken müssen brennen. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Was macht der, wenn ich den umlege? Gar nichts. Nö, der macht nichts. Hier ist auch nirgendwo was versteckt. Hier ist ein Schalter. Den haben wir gedrückt, der macht das auf, gell? Ja. Dann kann er das gleich wieder aufmachen. Dann legen wir den erstmal wieder um. Alle Brücken müssen verbrannt sein. Und hier ist eine Schnörkeltür. Oder? Ja. Dann versuche ich mal Folgendes, wenn der von Brücken redet, vielleicht meint er die Fallgruben. Alle Fallgruben müssen wieder offen sein, vielleicht meint er das hier. Ach, da kann ich ja einfach das Schild drauflegen. Und hier die Axt. So. Was passiert, wenn ich jetzt umlege? Da geht hier was auf. Ist damit jetzt die Schnörkeltür auch aufgegangen mit dem zweiten Knopf? Ja, ist sie. Okay, das Rätsel war. Das ist ein sehr schickes Buch. Plus 3 auf Dodge und plus 1 Dexterity. Gucken wir mal, was haben wir denn auf Dodge? Schick. Lernen wir das mal. Plus 5 Evasion, weil wir Dodge jetzt auf 16 haben. Cool. Also ja, das Buch war der Hammer. Pitwood Bread. Und hier könnten wir wieder irgendwas drin lagern, essensmäßig. So. Musst du nicht so viel mit dir auf einmal rumschleppen. Wie viel wiegt so eine Fackel eigentlich und wie viele haben wir davon? 8. Na, bleiben zweimal hier. Das dürfte dann reichen. So. Jetzt müssen wir das hier aber wieder rückgängig machen. Es müsste auch hier wieder zugehen wahrscheinlich, oder? Nö. Okay. Energie haben wir noch genug? Sind wir nur noch hier? Das Ding runternehmen und uns um die Jungs da kümmern.
war ein schöner Jab. Mann, ich würde die wirklich gerne einfrieren. Oder einfach töten. So. Hier ist... Hallo. Noch ein Knopf. Das war ein Critical oder ein schöner Kick. Und noch ein guter Schlag von meiner Schurkin von Talisa. Toll, Giftbomben. Tolles Secret, aber nicht beschweren. Und ich denke mal, damit haben wir jetzt eigentlich so alle Secrets hier. Abgesehen von der Schnörkeltür da, die ist neu. Also das mit dem Bridges, das kannte ich noch nicht. Und da ist ein Sack. Da ist noch ein Sack mit Lederhandschuhen. Kann sie mal nehmen, weil Resist Cold plus... Heiliger! Wo kommst du auf einmal her? Hab ich mich jetzt gerade erschreckt. Aber wirklich. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Die können mal da bleiben. Obwohl, können wir die jemand anderem geben? Ja, ihm. Und sie. Kann man einfach was essen, so. Braucht noch jemand im Augenblick was zu essen? Nö. Sie kann mal hier ihre Kiste wieder zumachen. Den kann sie da lassen. Steckt sie den dafür rein. Die Eispfeile. Jop. Die haben wir gerade da gelassen. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Knopf? Nein. Ich nehme mal an, die Schnecke ist hier einfach weiter. Oder warum haben wir die übersehen? Was zur Hölle? Oh, das ist eine Magierolle. Schriftrolle des Lichts. Ah, sehr schön. Da kann ich jetzt also... So kann ich Licht zaubern. Genau. Da bräuchten wir theoretisch Fackeln nicht mehr. Aber solange wir sie haben... Und die gibt's Spellcraft plus 1. Schick. Gut. Kriegt meine Ilana die Rolle. Und hier haben wir schon die nächste... To Deaths Beyond Measure. In Tiefen ohne ohne Beachtung oder sowas in der Richtung, würde ich sagen. Also genau hier. Put to sleep, also zu schlafen gelegt in Tiefen, die man nicht beachtet. Genau. Boah. Auf dich habe ich total vergessen. Du kommst ja auch, ne? Jetzt muss aber noch mal meine Talisa treffen und dann auch noch mit dem Crit. So. Auf die Viecher habe ich total vergessen. Die kommen ja manchmal aus diesen Gittern raus. Gott, ich bin heute ein bisschen schreckhaft. So, das letzte, was wir noch haben, ist der Beast Garden. Habe ich recht? Ja. Aber bevor wir uns in den reinwagen, wird erstmal mal geschlafen. Wir brauchen nämlich wieder Energie für Ilanas Eiszauber.
Genau so. Und dann rein hier. Genau, und das Ding heißt zwar Beast Garden, aber es funktioniert ein bisschen anders. Wenn wir hier drauf drücken. Geht das wieder zu, weil der Schalter löst gleichzeitig hier den Schießer aus und wo der Schießer trifft, geht die Tür wieder zu. Und das eine Skelett erledigen wir erst einmal. Was ist das? Das kann ich nachher beachten, wenn ich mich hier um die Skelette gekümmert habe. Eine Nische mit Blutstropfen, in die ich jetzt nicht reinlaufen sollte. Und zwar funktioniert das hier folgendermaßen. Komm mal her. Wir müssen hier Skelette einsperren. Und zwar in drei Räumen. Erstmal müssen wir die Räume dazu öffnen. Und dann müssen wir Skelette da einsperren. Zum Glück auch immer wieder respawnen. Wenn wir das gemacht haben, müsste eigentlich die Tür hier aufgehen. Na, erst einmal. Noch ein Skelett. Hilfe. So. Gut. Müsste hier eigentlich noch eine Schnörkeltür sein? Okay. Ah ja, genau, hier die Tür aufgehen. Aber jetzt will ich mal kurz wissen, was das hier sein soll. Das ist nämlich neu. Let the wicked perish together. Also lass die Elenden zusammen verschwinden. Oder so ähnlich. Was machen denn die Hebel? Okay, die töten einfach. Und in... einfach mal gucken. Aha. Der erste hat etwas länger gebraucht als der zweite. Und der hier? Ah ja. Okay. Ich glaube, ich verstehe das einigermaßen. Ungefähr, wie das gehen soll. Wir müssen da jetzt Skelette einsperren und gucken, dass wir sie alle drei gleichzeitig töten. Das erstmal hier wieder aufmachen. Komm, hier rein. Haben wir schon mal eins wieder hier drin. Nummer 2. Und Nummer 3 und Erdbeben. So. Jetzt können wir das hier nochmal probieren. Also erstmal den hier umlegen. Ja. Hat's geklappt? Nein, ich war zu langsam wahrscheinlich. Neue Fackel. Okay, da müsste ich noch mal. Kann ich das auch so machen? 1, 2, 3, 4, 5. Da fängt es schnell an zu ticken. Das hier? 1, 2, 3. Ah ja. 1. Okay, das heißt, ich muss... Okay, hoffentlich kriege ich das hin. Ich versuche das jetzt nochmal ohne Skelette drin.
Ja, ich denke, wenn ich einfach schnell genug bin, dürfte das gehen und dann wird wahrscheinlich die Schnörkeltür aufgehen. Ja, genau, verfolg mich hier rein. Dich hätte ich gern hier drin. Hey du, ich bin hier. Hast du mich jetzt bemerkt? Jetzt hast du mich bemerkt. Sehr gut. Also ich denke mal, wenn ich die drei Hebel schnell genug umlege, dürfte ich die Wicked, also die Verachteten hier drin ausschalten können. Ah, das hat sogar geklappt. Sehr gut. Hier ist schon wieder eine Schnecke. Die wir zerhauen. Gut. Noch ein Secret. Aber ich würde sagen, bevor wir uns in dem Raum umsehen, speichere ich nochmal. Bis gleich.